Es ist eher, wenn es häufig vorkommt, schon auch eine Belastung, weil dadurch natürlich die Nächte und der Schlaf eben nicht wirklich nicht reicht. Was geht Ihnen da so typischerweise durch den Kopf? Ganz oft hat es ja tatsächlich mit Personen zu tun, die ich irgendwie suche. Ja. Das Phänomen, dass Menschen schlafend herumlaufen, ist für die meisten Normalschläfer auf den ersten Blick eindrucksvoll. Schlafwandelnde reden ungern über ihre nächtlichen Aktivitäten. Aber Hanna Hellwig spricht darüber. Also ich bin wohl schon auch als kleines Kind geschlafwandelt, haben mir meine Eltern erzählt. Und mir selbst bewusst mit 14 so ungefähr. Da ist mir das, habe ich das bewusst wahrgenommen. Seit einem Jahr filmt sich die 40-Jährige jede Nacht mit einer Infrarotkamera. Weil ich irgendwie sehen wollte, was ich tatsächlich da mache und natürlich auch eine Erklärung dafür haben wollte, ob das normal ist, also normales Schlafwandeln, ob es vielleicht auch ein spezielles Erkrankungsbild ist. Schlafwandeln ist ein Phänomen, das noch nicht ganz geklärt ist. Es ist aber keine psychische Störung. Der Marburger Schlafpsychologe Werner Kassel gibt uns einen Einblick in die Welt der Schlafwandelnden. Das Schlafwandeln ist ein Zustand, in dem das Gehirn nur teilweise wach wird. Und unser bewusstes Erleben verbleibt eigentlich im Tiefschlaf. Auch viel Tiefschlaf ist neben Stress eine Ursache für Schlafwandeln. Und Menschen, die viel Tiefschlaf haben, was per se nichts Schlechtes ist, haben aber dadurch ein leicht erhöhtes Risiko, eben auch aus dem Tiefschlaf heraus Schlaf zu wandeln oder im Schlaf zu sprechen oder vor Angst zu schreien oder auch mal laut zu lachen mitten in der Nacht. Tatsächlich wachen alle Menschen nachts öfter kurz auf, sie merken aber nichts davon. Der Mensch wacht 20 bis 25 Mal auf. Und das ist ganz normal, da machen wir uns keine Gedanken drüber. Man hat nicht diese Erinnerung daran, weil die meisten gesunden Menschen schnell wieder einschlafen. Wenn Menschen schlafwandeln, so wie das hier in diesem Beispiel eine Patientin ist, dann sehen wir auch, dass sie wird hier tatsächlich 21 Mal wach. Und eine gewisse Besonderheit besteht darin, dass sie teilweise jetzt aus dem Tiefschlaf direkt wach wird. Seine Patientin Hanna Hellwig hat sich bereits zweimal im Schlaflabor untersuchen lassen. Gemessen werden etwa Augen- und Beinbewegungen, Muskelaktivität, Herzrhythmus und Hirnströme. Medizinisch betrachtet gehört Schlafwandeln zu den Schlafstörungen, genauer gesagt zu den sogenannten Parasomnien. Darunter versteht man unerwünschte Verhaltensauffälligkeiten, die vor allem im Schlaf auftreten. Auch Albträume und nächtliche Beinkrämpfe zählen dazu. Man muss sich das ein bisschen vorstellen wie so eine kleine Fehlschaltung. Der frontale Kortex ist weiter fest und tief im Schlaf. Und zum Beispiel der motorische Kortex oder das Sprachzentrum oder andere Teile des Gehirns werden wach und sind dann autonom aktiv und machen dann etwas, das wir nicht richtig kontrollieren können. In den allermeisten Fällen bewegen sich Schlafwandler nur wenig. Und selbst wenn sie das Bett verlassen, läuft das Schlafwandeln in der Regel glimpflich ab. Aber es geht sogar so weit, dass die sich teilweise wehtun und in dem Moment scheint kein richtiger Schmerzreiz durchzukommen. Die spüren das nicht. Nikolas Schöch ist eines Nachts aus dem Dachfenster gefallen. Er erinnert sich nur an Details. Danach weiß ich, wie ich wenn man ausrutscht, dieses Gefühl hat und wie ich mit dem Hinterkopf auf die Dachziegel geknallt bin. Aber ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Also ich weiß nur, wie ich da, dadurch, dass das auf einmal da war. Und im nächsten Moment lag ich unten auf der Wiese und habe erst gedacht, das ist ein komischer Traum und habe mir nur später gedacht, bin wieder eingeschlafen. Wochen nach dem Sturz hat Nikolas im Uniklinikum Marburg einen Termin bei Werner Kassel und lässt sich im Schlaflabor untersuchen. Die Aufzeichnungen zeigen deutlich, er kommt häufig aus dem Tiefschlaf. Es werden beim Schlafwandeln teilweise richtig komplexe Handlungssequenzen abgearbeitet. Das kann bedeuten, dass man im Haus rumwandert. Das kann auch sein, dass man das Haus verlässt und durchs Dorf geht. Die haben die Augen auf. Die visuelle Information wird durchaus auch verarbeitet.
aber ohne die Kontrolle unseres richtigen Wachbewusstseins. Deswegen haben die entsprechenden Menschen auch überhaupt keine Erinnerung an das, was sie da gemacht haben. Forschende gehen davon aus, dass 2-4% der Erwachsenen schlafwandeln. Es ist sogar im Kindes- und Jugendalter eigentlich eine ganz normale Phase, wo das 20% oder mehr aller Menschen mal eine Zeit lang machen. Bei den meisten hört Schlafwandeln nach der Pubertät auf. Nicht bei Hanna Hellwig. Ihr hilft nur Stress vermeiden und Routine. Ich gehe fast immer zur gleichen Zeit ins Bett. Also nie später als eigentlich 21.30 Uhr. Manchmal ist es sogar 20 Uhr, wenn ich richtig, richtig müde bin. Ich habe auch nicht mehr so viel Gedankenkarussell. Das hatte ich auch vorher immens. Routinen und die Vorgänge in der Nacht besser zu verstehen, sind Hilfen für sie. Ob und wann es aufhört, weiß niemand.